Das Geheimnis leistungsstarker Testlösungen. Bei neuen Testsystemen ist natürlich die Leistungsstärke immer eine zentrale Anforderung. Aber wie definieren wir die Leistungsstärke eines Testsystems? Woraus leiten wir die Anforderungen dafür ab? Darum geht es in meinem Vortrag. Was kennzeichnet ein leistungsstarkes Testsystem? Da gibt es verschiedene Merkmale, die natürlich auch die Leistungsfähigkeit beeinflussen, wie der Prozessortyp, die Automotive-Netzwerkkanäle, Anzahl der elektrischen Ausgangskanäle für die Umgebungssimulation des Prüflings und die Abtastraten, auch simulierte Lasten und noch vieles mehr. Aber wie bestimmen wir damit die Leistungsfähigkeit des Testsystems? Wir sehen hier drei verschiedene Testsysteme. Ist jetzt eins davon leistungsfähiger als die anderen? Vielleicht das vordere. Hier sind drei Realtime-PCs integriert. Wohingegen das dritte enthält nur einen Realtime-PC. Dafür aber ist hier die Bedieneinheit bereits mit integriert. Und in dem mittleren wurden statt REC-PCs VT-Realtime-Module verwendet. Drei verschiedene Testsysteme. Verschieden, weil sie für verschiedene Testziele entwickelt worden sind. Jedes Testsystem hat also sein konkretes Testziel. Und die Leistungsfähigkeit eines Testsystems bezieht sich auch immer auf das verknüpfte Testziel. Aus diesem Testziel ergeben sich ganz konkrete Testaufgaben für jedes Testsystem. Man kann also sagen, die Leistungsfähigkeit eines Testsystems wird bestimmt durch das Vermögen, das damit verknüpfte Testziel vollständig, zuverlässig und reproduzierbar zu erreichen. Um die Anforderungen an ein neues Testsystem zu formulieren, sollten wir uns also zunächst über das Testziel im Klaren sein. Das allgemeine Testziel ist die Verifikation von Fahrzeugfunktionen auf dem Steuergerät oder dem Subsystem. Zum Beispiel die Lenkradsteuereinheit. Das Lenkrad ist eine zentrale Komponente im Fahrzeug. Damit können wir zum einen das Fahrzeug steuern, können beispielsweise Blinker setzen. Wir können aber auch das Telefon darüber bedienen und das Radio. Außerdem ist das Lenkrad auch in die Funktion der Fahrerassistenzsysteme integriert. Also für das Testsystem ist die Frage, was möchten wir testen? Worauf liegt der Schwerpunkt? Ist es der Test einer dieser Funktionen? Oder geht es hier um den Test der Robustheit und der Langlebigkeit des Steuergerätes unter verschiedenen klimatischen Bedingungen? Oder geht es vielleicht auch um Netzwerkmanagement-Tests mit dem besonderen Schwerpunkt Sleep-Wake-Up-Verhalten? Der Testschwerpunkt gibt uns schon Informationen über die Anforderungen an das Testsystem, an die Umgebung, die wir für den Test des Steuergerätes benötigen. Weiter konkretisiert werden die Anforderungen dann durch die Testebene. Nehmen wir als Beispiel den Funktionstest für den Blinkgeber. Verschiedene Testebenen können zum Beispiel sein der logische Funktionstest oder aber auch die Überprüfung der elektrischen Parameter, beispielsweise für Überprüfung des Entprellfilters am ECU-Eingang. Hierfür sind dann wieder besondere Anforderungen gestellt an den Stimulationskanal für den Steuergeräteeingang und auch an die Messtechnik. Vielleicht ist aber auch die Testebene verknüpft mit der Umsetzung des Blinkgebers über das Body-Control-Modul. Dann benötige ich also auch ein BCM, entweder virtuell oder als reales Steuergerät. Oder es geht sogar auch um den Test der ADAS-Funktionalität für den Spurwechselassistenten. Ja, verschiedenste Testebenen, die wiederum ganz konkrete Anforderungen mitbringen an das Testsystem. Wir kennen also das Testziel.
wissen Bescheid über den Testschwerpunkt und die Testebene. Damit stehen die Aufgaben des Testsystems bereits fest und wir können den Inhalt aus den Testzielen ableiten. Wichtig ist uns auch die Testabdeckung. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir das Testziel auch vollständig erreichen. Deshalb erfolgt hier nochmal eine Überprüfung. Haben wir mit dem Testinhalt tatsächlich das vollständige Testziel abgedeckt? Sollten bereits Abgrenzungen getroffen worden sein, macht es Sinn, die hier gleich in der Spezifikation mit zu benennen. Beispielsweise, wenn ein gewisser Testteil ausgeklammert wird, weil er auf einem anderen Testsystem ausgeführt wird. So vermeiden wir Überdimensionierung und das dient dann auch der Bedienbarkeit. Ein weiterer, aber auch sehr wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung auch nicht funktionaler Anforderungen. Die ergeben sich aus Fragen wie, wo wird das Testsystem stehen? Da gibt es Anforderungen vielleicht an die Größe des Testsystems, Einschränkungen durch gewisse verfügbare Bauräume im Testlabor. Die Versorgungsanschlüsse müssen vorhanden sein. Steht das Testsystem in einem Testlabor oder im Büro? Auch die Geräuschgenerierung kann dann ein Thema sein. Die Bedienbarkeit ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt. Da geht es auch schon mal um die Frage, wie wird das generell bedient, in welchem Modus, eher remote oder auch direkt am System. Werden sehr häufige Wechsel des Prüflings erforderlich, kann man sich auch darüber schon Gedanken machen, wie das gut unterstützt und vorbereitet wird. Also auch nicht funktionale Aspekte sind ein wichtiger Bestandteil der Anforderungen an das Testsystem. Damit haben wir unser Testsystem soweit spezifiziert, kennen die Anforderungen. Dennoch sind wir uns noch nicht sicher, wie das in Zukunft aussieht. Welche Anforderungen werden wir in Zukunft haben und ist das Testsystem darauf vorbereitet? Was können wir also tun, um unser Testsystem für die Zukunft schon vorzubereiten? Eine Möglichkeit sind natürlich Reservekanäle. Ich kann mehr Lasten vorsehen, eine größere Stromversorgung. Das kann helfen, auf jeden Fall, aber nur zu einem gewissen Grad, beziehungsweise gibt es hier immer noch eine gewisse Unsicherheit, weil wir eben nicht wissen, was in der Zukunft genau von uns verlangt wird. Wie sehen die Anforderungen aus? Nun ja, was ich mir natürlich wünschen würde, wäre etwas Magie an der Stelle. Das würde das Ganze sehr einfach gestalten. Ich habe auf einmal ein schönes, angepasstes Testsystem und kann damit alle Anforderungen abdecken. Nun, ein Zauberstab können wir leider nicht anbieten. Aber eine andere Methode ist ja auch sehr sinnvoll und zwar hilft Modularität und Skalierbarkeit. Mit Modularität und Skalierbarkeit erreiche ich eine sehr leichte Erweiterbarkeit des Testsystems. Zum Beispiel hier bei dem VT-System. Ja, das lässt sich kaskadieren und somit kann ich leicht auch neue I/O-Kanäle anbinden. Bei Hüll-Testsystemen sind Modellintegrationen natürlich immer ein wichtiger Punkt. Hier ist auf jeden Fall darauf zu achten, möglichst eine breite Toolkette zu unterstützen. Modelle kommen aus verschiedenen Tools und hier brauchen wir eine große Flexibilität. Und mit dedizierter Echtzeitausführung erreiche ich, dass ich dort die Echtzeit konfigurieren kann, wo sie relevant ist und damit auch ein sehr performantes Testsystem konfigurieren kann. Werden aber die Datenmengen für einen Rechner zu groß, was immer häufiger auch passiert natürlich, gerade bei Testsystemen mit sehr vielen Netzwerken, ist es sinnvoll, es aufzuteilen in mehrere Subsysteme. Die sind miteinander synchronisiert und somit auch als ein gemeinsames Testsystem nutzbar. Also Modularität und Skalierbarkeit, kein Hexenwerk, aber eine realistische Möglichkeit. Continuous Integration und Testing sind natürlich Themen, die immer mehr genutzt werden sollen. Wir möchten die Tests automatisieren. Wir brauchen eine Test-Tool-Landschaft, die uns hier eine durchgängige Lösung anbietet.
Mit offenen und standardisierten Schnittstellen habe ich hier die Möglichkeit, meine komplette Toolkette zu automatisieren und eine durchgängige Lösung dann zu entwickeln. Damit hoffe ich, dass dann Ihr Testsystem auch zukunftsfähig wird. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, wie das Geheimnis leistungsstarker Testlösungen aussieht. Letztlich liegt es daran, die Systemspezifikation bereits an den Testzielen zu beginnen. Wo genau liegt der Testschwerpunkt und welche Testebene möchten wir abdecken? Damit sind die Anforderungen an das Testsystem klar und ich kann den Testinhalt daraus ableiten. Außerdem sollten auch nicht funktionale Aspekte berücksichtigt werden und in die Anforderungsspezifikation mit aufgenommen werden. Bei der Toolauswahl achten wir darauf, dass wir Modularität und Skalierbarkeit unterstützen. Auch wenn Sie erst später vorhaben, Ihr Testsystem zu automatisieren, offene und standardisierte Schnittstellen bereiten es schon heute auf diese Vorhaben vor. Das war es von mir zum Thema das Geheimnis leistungsfähiger Testlösungen.